Ich heiße Luisa, bin 10 Jahre alt und habe eine Frage an Marco Reus. Ich wollte fragen, ob deine Verletzung, ob es dir besser geht und ob es nicht mehr so stark ist, weil du fehlst uns richtig bei Dortmund. Ich bin Stürmerin bei FC Hertha Bonn in der Mädchenmannschaft und ich wollte dich fragen, ob du irgendwelche Tricks hast, weil im Moment ist kein Training. Und dann wollte ich dich fragen, wie ich mich fit halten kann und was üben kann zu Hause. Tschüss. Hallo Luisa, erstmal vielen Dank für deine Frage. Mir geht's so langsam viel, viel besser. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen mein Pensum steigern kann und ich bald der Mannschaft wieder helfen kann. Und dann zu der Frage, ob ich dir ein paar Tipps geben kann. Natürlich, falls du zu Hause einen Ball hast, kannst du natürlich den Ball jonglieren die ganze Zeit oder deine Eltern stellen sich zur Verfügung, ins Tor zu gehen. Da könnt ihr irgendwelche Küchenmaterialien nehmen und dann kannst du deine Schusstechnik natürlich auch zu Hause verbessern. Von daher kannst du deine Eltern mal fragen. Also vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao. Hier ist der Christian, ich bin 7 Jahre alt. Ich habe eine Frage an Julian Brandt. Wie kann ich mich darauf vorbereiten, deine Position zu spielen? Ich spiele bei Hertha Bonn und habe 2 Tore und ich bin Stürmer. Tschüss! Hallo Christian, grüß dich. Also erstmal danke für deine Frage. Was kann ich dir da in die Hand geben? Ich glaube, gerade in deinem Alter ist es am wichtigsten, nie den Spaß zu verlieren. Dass du immer die Begeisterung für den Fußball beibehältst. Aber klar, wenn du Stürmer bist und Tore schießen möchtest, dann versuch nie den Willen zu verlieren, Tore zu schießen. Trainier deine Präzision im Schuss, deine Schusskraft aus längeren Distanzen, aus näheren Distanzen. Aber wie gesagt, das Wichtigste, gerade in deinem Alter, was ich eben sagen würde, ist, bleib einfach dabei, hab Spaß, schieß mit Freude Tore, dann kommt das alles von alleine. Ciao. Ich bin Marie, ich bin 9 Jahre alt. Ich habe eine Frage an Roman Bürki. Hast du noch gute Trainingstipps für Torhüter für zu Hause? Hi Marie, danke für deine Frage. Im Moment ist es sehr schwierig, torwartspezifisch was zu trainieren, auch für uns, weil wir nicht trainieren dürfen. Ich habe oft zu Hause einfach einen Ball genommen und so gegen die Wand geschossen und dann versucht, da den Ball festzuhalten. Also ja, das ist das Einzige, was mir gerade so einfällt, was man da machen könnte, was ich früher gemacht habe. Ich schaue auch viele Videos an, was es für Trainingsmöglichkeiten gibt auf YouTube oder irgendwo im Internet. Aber im Moment ist halt wirklich alleine zu trainieren, ist sehr schwierig, vor allem was torwartspezifisch angeht. Ich hoffe, ich habe dir trotzdem ein bisschen weitergeholfen und bleib gesund.